Seid gegrüßt, meine tapferen Drachentöter und wagemutigen Schleimzertreter, keine Ahnung. Wir sind hier wieder zurück bei Dragon Quest Heroes. Und ihr seht, König Dirk will jetzt erstmal eine kleine Runde mit uns reden. Hat ein ernstes Wörtchen mit uns hier zu sprechen. Also dann ihr könnt euch auch auf den Kampf vorbereiten, indem ihr hier so kleine Trainingsschreine betretet und euch dort bestimmten Übungen stellt, ja? Das wäre vielleicht das Richtige für euch. Das wissen wir doch schon. Was, kleine Trainingsschreine? Oh, das kennen wir ja noch überhaupt nicht, König Dirk. Nun, was das ist, erzähle ich euch mal kurz. Das sind Orte, die ihr benutzen könnt, um dort eure Fähigkeiten zu verbessern und Fertigkeiten auszuprobieren. Und das machen schon seit Urzeiten verschiedene Kämpfer, um halt ihre Kräfte zu erproben. Und neue Kräfte zuzugewinnen natürlich. Und ja, wenn ihr die Prüfung dort auch richtig schafft und erfolgreich ablegt, dann kriegt ihr neue Kräfte, die ihr euch dann aneignen könnt. Ja, das wissen wir eigentlich alles schon, König Dirk, du alter Hänger. Wahnsinn, dass es solche praktischen Orte gibt, ey. König Dirk, warum hast du uns das noch nicht vorher gesagt? Echt mal, ey. Hätten wir es gewusst, ja? Nun, es gibt für alles immer einen richtigen Moment und für euch ist der jetzt gekommen. Also, das ist für euch jetzt der richtige Moment, das zu erfahren. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Also, sobald ihr euch vorbereitet habt, euch diesen Prüfungen zu stellen, dann geht mal zu diesen Questorten, ja? Versucht es einfach mal und versucht euer Glück halt, ja? An diesen kleinen Schrein. Ja, das war total überflüssig, König Dirk. Wir wissen das alles schon. Wir wollen auch jetzt erstmal hier zur Hauptstory-Mission, die da heißt Wakareta Michinosaki De. Also vor dem gespaltenen Weg. Und wir erfahren, dass Akt und seine Leute jetzt kurz vor der Elfensiedlung angekommen ist. Aber sie haben eine böse Vorahnung. Es kommen wieder Monster, die sie zurückdrängen müssen. Und das wollen wir auch jetzt machen. Deshalb beginnen wir den Kampf. Aber müssen uns jetzt erstmal mit dem Ladescreen auseinandersetzen, das wissen wir ja auch mittlerweile schon. Da hüpft unser kleiner Schleimkamerad. Aber ich bin echt jetzt mal gespannt, wie die Siedlung der Elfen aussieht. Ich habe noch kein Bild vor meinem Auge. Deshalb, wir können gespannt bleiben, was auf uns wartet.後ろからも魔物が私たちを追ってきたようです。挟まれたようだな。これってまずい状況よね。ね、どうするの？ああ、作戦は考えてある。まず俺が前方の魔物に向かって切りかかる。その隙に残りのみんなは広場の左右に分かれて武器を構える。そして俺が。またながんやつ？要は魔物をこっちにおびき寄せて挟み撃ちにしちゃおうってことよね。そうだ。それじゃあすぐに。怪我がなくてよかったでゲス。これですっきりしたわ。って、あら、もしかして私ちょっとやりすぎちゃったのかしら。ちょっとどころじゃないでゲス。あとちょっと待ち込まれてお堕落するとこだったでゲス。はい、すいませんでした。もうこれだからおっさんはちょっとのことでガタガタうるさいんだ。おっさんって言うな。 私にはヤンガスっていう立派な名前がある。助けてくれてありがとう。あなたたちは？ああ、信じてもらえないでしょうけど、私たちたった今別の世界から来たところなの。私はジェシカ。こっちのおっさんはヤンガスよ。この世界の魔物たちに異変が
てるんでしょ。その原因を調べてほしいってある人じゃないか。友達に頼まれてるのよ。またしても別世界の一体どうなっておるんじゃ。しかもアリーナやテリーたちと違ってこっちの事情をすでに知っているようですね。まあそういうわけでちょっと先を急いでるの。それじゃあね。ちょっと待つでガス。勝手に行くんじゃねえでゲスよ。なんだか不思議な人たちね。面白いじゃない。ほらあそこでまた喧嘩してるわ。道が分かれてるからどっちに進むかで揉めてるのよ。人ごとではないぞ。わしらもどっちに進むか決めんとな。Okay, wir müssen uns also entscheiden, wo wir lang sollen. Aber vorher lassen wir Jessica noch sprechen, die da sagt, hier lang, hier lang. Oh, dieser Weg führt eher zu dem Bürgermeister und den Leuten. Das sagt mir meine weibliche Intuition. Ja? Zweifellos ist der Weg dort drüben der richtige, ja? Das sagt mir meine Intuition als alter Bandit oder als früherer Bandit. Meine Banditenintuition sagt, dieser Weg dort drüben ist richtig. Mann, ey, du bist so ein störrischer alter Sack, ja, mit dir kann man gar nicht sprechen. Nun gut, dann gehen wir halt getrennte Wege, ja, dann splitten wir uns hier auf. Auch okay. Und, ja, dann treffen wir uns halt beim Bürgermeister wieder, ja? Okay. Hey, ey, warte doch mal, Jessica! Da ist sie jetzt gegangen. Naja, Jessica wird auch alleine zurechtkommen. Nun gut, ich vertraue meiner Intuition und gehe hier lang. Also dann. Hey, wartet! No, jetzt sind die beiden getrennte Wege gegangen. Wir sollten uns jetzt auch entscheiden, welchen Weg wir gehen, denn wenn wir hier warten, dann spielen wir den Monstern in die Hände. Oh, du mit deinen langen Ausführungen. Jetzt entscheide dich endlich, welchen Weg wir gehen. Ja, ja, schon gut, machen wir. Nur welchen wählen wir? Den, wo Yangs lang gegangen ist oder Jessica? Ja, Jessica! Da muss man gar nicht mehr fragen, ja? Wir folgen natürlich der schönen Frau, die hier schon in Bedrängnis geraten ist. Ja, natürlich. Wir helfen ihr. Denn alleine, wie sie jetzt sagt, ist es nicht so leicht. Deshalb, wir folgen Jessica und werden an dieser Stelle erstmal die Golems hier vernichten. König Dirk erkennt, dass die Sicherheit der Dorfbewohner das Allerwichtigste ist. Und wir müssen deshalb jetzt hier die Monster davon abhalten, dass sie die Siedlungen vernichten. Dirk erkennt hier, dass die Magie von Jessica einfach ausgezeichnet ist. Ist also eine fantastische Zauberin. Kannst du mal hier die Rüstung niederpreschen? Und ab, ihr kleinen Hammerleute. Jessica sagt, dass Iangus halt der bessere Kämpfer ist. Die ist halt, ja, sie zaubert halt, er kämpft, ja. Ein gutes Team. Ah, Level up. Jetzt müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hier hin am besten? Okay, da sind noch Monster. Da ist auch Jessica. Die schlägt hier auf diesen kleinen Erdklops ein. Ah. Oh, fuck. Irgendwo werden jetzt die Siedlungen ganz schön vernichtet. Da vorne, wir müssen jetzt hier lang am besten. Keine Umwege, weil sonst sieht es kritisch aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da sind die Golems, die wissen genau, wie man Häuser in Schutt und Asche legen kann. Ah, jetzt haut hier ab. Verdammt nochmal, das sind echt viele von denen. Manometer, das braucht schon ein bisschen mehr Anstrengung. Aber da haben wir den ersten Golem schon aus dem Gefecht gezogen. Und den zweiten zugleich auch. Mit Axthilfe. Oh oh, ein Metal Hunter schreitet uns entgegen. Oh oh oh, nein, 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 dann sind wir sie aber. Wir sind schneller mit denen. Und da hockt er nur noch. Wir sehen gerade, die Siedlung der Elfen wird gerade angegriffen. Ist gerade unter Beschuss und unter Angriffswut der Monster. Deshalb müssen wir da leider alles erstmal stehen und liegen lassen und weiter fortschreiten. Hier lang, ne? Verdammt, hier sind diese grünen Draki-Teile, die wir gleich erstmal gefrieren werden.
Und diese Rüstung muss vernichtet werden. Geh schon kaputt. Ah. Sind ganz schön viele Angriffspferde hier überall, ey. Schon wieder wird die Siedlung angegriffen. Verdammt, ey, wir müssen uns jetzt echt hier in Acht nehmen, dass wir das schaffen. So, das nehmen wir noch mit. Okay. Aus dem Weg! Ah! Steht mir nicht hier im Weg rum. Ja, der Metal Hunter, der macht natürlich bestimmt ordentlich Schaden. Und die Monster werden schon ihren letzten Angriff starten. Letzte Welle. Aber wir wissen, die auch aufzuhalten. So, das war's mit dem Metal Hunter. Ja, wow, ein Killer Panther. Nein! Hau ab! Weg mit dir! Ah, geh kaputt, du! Ah, Mann, ey. Ich kann mit den Teilen nichts anfangen. Mich erinnern die immer irgendwie an den... ein Endgegner aus Secret of Mana, wenn ihr den kennt, der in dem Hexenschloss zu bekämpfen ist. Schmusekater, da wieder hieß in der deutschen Version. Irgendwie sieht er auch so ein bisschen aus wie dieser Kack-Killer-Panzer, der jetzt hier gerade verstorben ist. So. Sind aber noch hier Golem und Metal Hunter dran. Aber mit Terry sollten wir das eigentlich schnell erledigen. So, der Golem ist schon mal Geschichte. Oh. Jetzt er wieder mit seinem Eisschwert. Ah, jetzt kriegt er aber noch eine Blitzattacke hinterher. Und gleich ist er damit auch kaputt. So, jetzt komm schon her. Oh. Da ausweichen am besten. Jetzt komm schon, MP. Das war's. Waren sie das jetzt? Irgendwo wird noch hier ein Teil der Siedlung angegriffen. Da hinten sehe ich doch. Ne, da ist haut er schon ab. Da haut die Rüstung schon ab. Und die Monster sind geflohen. Das war's schon. Gehen wir jetzt fix, ja? Oh. Nicht schlecht. Das war ein erwartetes Ergebnis. Erkennt Teddy. Jawohl! Wir haben die Monster hier alle erledigt. Ihr habt alle sehr gut gekämpft. Vielen Dank, dass ihr uns geholfen habt. Ihr habt ziemlich drauf, ne? Dank euch bin ich auch gerettet jetzt. Wow, super. Danke, schön. Ja, Jessica. So eine schöne Frau wie dich kann man natürlich nicht einfach stehen lassen. Das ist doch selbstverständlich, dass wir dir helfen. Sagt mehr natürlich nicht. Stattdessen sagt sie, ja, Jessica, dann wie wär's, wenn wir fortan gemeinsam gehen würden? Also wenn wir so eine tolle Magierin wie dich an unserer Seite haben, ja? Dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Das ist ja ein Kinderspiel mit dir. Also dann lass uns zusammen gehen, Jessica. Selbstverständlich. Übrigens, wie wär's denn dann, wenn wir weitergehen? Denn wir müssen schnellstmöglich den Dorfvorstand von hier jetzt treffen, also den Elfenoberfürst, ja? Gut, dann würde ich sagen, fortan, dann gehen wir zusammen, ja? Dann helfe ich euch. Ja, das ist genau richtig. Ja, denn wir wollten jetzt eigentlich auch gehen, um den Dorfvorstand hier zu retten und das Dorf damit zu befreien. Ja gut, dann gehen wir jetzt erstmal eine Weile lang gemeinsame Wege, ja? Dann komm mit, Jessica. Verstanden, also dann, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Wollen wir nicht direkt los? Ich will eigentlich jetzt nicht zurück hier zum Luftschiff düsen, ja? Brauchen wir doch jetzt gar nicht. Die will nur das Dorf retten. Naja, ist halt so. Müssen wir mit leben. Gut, jetzt kriegen wir erstmal noch Erfahrungspunkte hier. Skill Points, Gold und Objekte. Das ist ja wirklich wunderbar. Ich kann euch jetzt aber eigentlich nicht abfertigen mit dieser kurzen Folge. Machen wir mal ein bisschen weiter, ja? Gucken wir, was hier noch gibt auf der schönen Weltkarte. Huch, jetzt habe ich was weggedrückt. Na egal, auf jeden Fall Monster greifen hier an und die verteidigen sich da im Dorf. Das wissen wir alles. Ja, Youngest sollte jetzt auch irgendwann dort eingetroffen sein und... Wir müssen ihm schnell zur Hilfe kommen, bevor der Dorfvorstand getötet wird. So, wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen jetzt gucken, ob es hier noch eine Quest gibt. Und da haben wir sie, die Kristallhöhle. Ja, Kampf gegen den Wächter des... Den Stahlwächter. Und das ist jetzt wieder so eine Höhle. Den machen wir das einfach. Komm. Das kennen wir doch alle schon. So, auf jeden Fall eine Quest. Hat uns ja König Dirk zu Beginn der Folge nochmal ausführlich erklärt, was es hier zu tun gibt.
Also es ist eine Trainingsmission, wo wir Monster bezwingen müssen, um tolle Sachen zu kriegen, vielleicht Fertigkeiten und sowas. Und hier müssen wir jetzt drei Killer-Machines bekämpfen. Und zwar am besten mit denen, das wissen wir ja mittlerweile. Mal gucken, ob wir das jetzt auch so spontan und salopp hier über die Runden kriegen. Aber so, das sieht doch ganz gut aus, würde ich gerade sagen. Da haut er mir einfach mal einen Eimer quer durchs Gesicht, ne? Frecher Roboter-Sack. So, aber wir können auch mit ihr hier den beschwören. Und das machen wir uns gleich. Noch ein hinterher. Manometer. Wir lassen hier Tausende von Volt. Lassen wir hier aus uns raus, ja? Das ist faszinierend. Ferdi weiß auch, wie man das macht. Mann. Nicht so, die sind ganz schön dreist heute. Da, der da hinten. Der Flügel, ja, der versucht uns abzuschießen. Aber das lassen wir nicht zu. Keinesfalls. Ah, ja. Dich machen wir jetzt erstmal platt. Oh, oh. Boah, er uns platt macht, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Verdammt nochmal. Keine MP. Wir müssen also hier was... hoffen, dass wir die so aufpowern wieder. Komm schon her. Machen wir doppelten Schaden sogar. Auf die Art und Weise. Aber wir müssen ihn erstmal mit Strom gleich wieder betäuben. So, dann bist du erstmal dran. Du qualmst schon mal schön. So, jetzt haut mal alle mit rauf hier auf den. Der ist gleich down. Der Junge. Mach mal hinterher. Dem Sprung weichen wir aus. Gleich haben wir es aber geschafft. Jawohl, der erste ist schon mal vernichtet. Der nächste folgt auf der Stelle. Und zwar jetzt. Yeah. Sehr gut. Los jetzt. Alle miteinander. Ah. Mal schauen, was Terry so auf dem Kasten hat. In dem Supermode. Ja, das geht ja fix. Und jetzt noch einmal. Alles. Raushauen, was wir haben. Wow! Das war ein ordentlicher Hieb. Das hat hier selbst die Killer Machine in zwei Hälften geteilt. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Lief ja relativ rund. Zack, das war's. Tatsächlich. So. Ja, 1 Minute 51 könnte schneller gehen. Naja, vielleicht irgendwann in der Zukunft mal. Wenn wir ein bisschen stärker sind, dann machen wir das unter 10 Sekunden. Das sage ich jetzt einfach mal ganz optimistisch. Und es ist eine Schatzkiste erschienen, die wir jetzt auch direkt mal plündern. Also auf das Teil. Und raus mit dem Schatz, ja. Sehr schön, da kriegen wir eine weitere Karte. Das haben wir gerne. Genauso wie den Sieg. Den wir jetzt noch zelebrieren. Ha. Jawohl. Sehr schön. Damit haben wir auch diese Quest abgeschlossen. Und was bleibt uns anderes jetzt noch zu sagen, als dass wir in der nächsten Folge dann hoffentlich endlich das Dorf der Elfen retten werden. Ja, das bleibt zu hoffen, dass wir das jetzt auch mal schaffen. Hier kriegen wir noch die ganzen Sachen, die stecken wir uns alle mal weg hier. Ja, 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 sehr schön, sehr schön. Ja, danke, ja. Das ist wirklich wunderbar. Gut, liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked, kommentiert, abonniert und macht diesen ganzen Kram. Würde mich drüber freuen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder hier, wenn es denn heißt, dass wir China befreien. Also dann, bis demnächst, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.